Dankeschön. Wir sind die Zuschauerumfrage. Wenn ihr Mobwünsche habt, ruft sie einfach. Tötet dieselben Ogre nochmal. Alles klar, dieselben Ogre. Und los. Ich bin zurück, um einzufordern, was rechtens zu mir gehört. Der Tod zwei verbleibender Schläger. Punkt. Und dazu trinke ich erstmal eine Milch. Denn das machen harte Typen so. Und ich bin verdammt hart. Verdammt nochmal, bin ich verdammt hart. So verdammt hart, dass ich gleich ein weiteres Mal in Chocksouls Grotte eindringen werde. Also ich gehe zu Chocksul, meine ich. Geh da nochmal hin jetzt. War eventuell gar nicht so klug, den anzuballern. War als freundliche Geste gedacht, aber wenn der Priester das nicht packt, dann bekomme ich hier gleich Besuch. Aber es sieht nicht so aus. So, dann schauen wir mal, wie die Situation hier am Eingang von Chocksul aussieht. Relativ gut, glaube ich. Was mich allerdings auch so ein bisschen skeptisch stimmt, weil beim letzten Mal war hier eine Menge los, hier beim Eingang. Job. Borsi. Borsesam. So. Da sind wir. Da sind wir. Was ist hier los? Warum sind hier keine Mobs? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Weiß relativ sicher, dass hier auf diesem Weg zwei Mobs waren. Ein Schläger und ein Caster irgendwas, glaube ich. Das macht mich nervös. Die sollten hier sein und werden deshalb vermutlich respawnen gleich. Warum sind die ja nicht? Hier ist doch keiner. Vermutlich respawnt hier gleich auch alles. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. So, hier müsste ich lang. Theoretisch. Wer bist du, ein Mystiker?
weit entfernt. Es ist so dumm. Es ist eigentlich richtig dumm, was ich hier mache. Also zumindest fühlt es sich sehr stark danach an. Aber irgendwie auch geil. Ein Schläger. Nee, 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 nee. Hör mal auf damit. Wird gleich alles respawnen. Ein Mystiker. Da ist ein Schläger. Da ist ein Schläger. Kann ich die... Kann ich wieder nicht einzeln pullen, oder? I'll try. I'll try. Diese Angst, dass die gleich respawnen, macht mich halt fertig. Nee, das hat keinen Sinn. Das ist einfach nur Selbstmord hier. Kann das nicht tun. It's madness. Aha, und da ist diese besagte Eingangs-Respawn. Glaube ich. Jupp, da ist er. Habe mich also nicht geirrt. Bin nicht wahnsinnig geworden. Trotz aller Umstände. Ich hatte das richtig in Erinnerung. Ja, ich habe mich langsam von dem Gedanken verabschiedet, dass ich Chocksoul machen kann. Aber ich möchte jetzt natürlich dennoch den letzten Schläger noch irgendwie wegogern, damit ich das dann zumindest habe. Kommen wir anscheinend auch rein, würde ich sagen. Ja.
Okay, das haben wir. Und was wir haben, das haben wir. Und damit lasse ich diese ganze Ogre-Geschichte nun hinter mir und mache, dass ich hier wegkomme. Es war schön, es war toll. Es war toll, das hier zu überwinden. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Ob Choxul hier ist und nicht, das bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist. Da wird auch nichts mehr dran rütteln. Wenn nun der Gelegenheit nachtraut, mich bei den Ogernstämmen zu sehen, keine Sorge, alles in Ordnung. Ich bin im Rotkammgebirge. Ich war schon mal im Rotkammgebirge. Ich bin ja auch schon Stufe 23. Denn hier war ich schon mal und habe einige Aufgaben erledigt rund um Seehain. Kleine Drachen töten, Spinnen töten, Eber töten, was die Leute halt so brauchen. Aber es gibt natürlich auch noch diese Quests hier rund um die Burg Steinwacht. Und die kenne ich noch so ein bisschen von meinem ersten Allianz-Charakter, den ich damals zum Classic WoW Launch mit meinem Paladin gesehen habe. Nicht erledigt habe, aber gesehen habe. Deswegen weiß ich, da geht's rund hier. Und Schattenmagie verurteilen wir. Das finden wir überhaupt nicht gut. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und finden da doch hoffentlich eine oder zwei, drei neue Gelegenheiten, wo es rund geht. Ja, das wollen wir sehen. Dieses schöne, güldene Drachenemblem um die Porträts. Das ist geil. Mitternachtskugel. Alles klar, die droppen dann wohl von den Orks des Blackrock-Clans. Ja, alright, okay. Sure, let's go. Guck dir den an. Der steppt hier einfach durch. Alles klar. Ich habe meinen Tank gefunden, anscheinend. Cool. Okay, verpiss dich. Okay, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich verurteile das, dass Kribbeck hier da ist. Aber nur bedingt. So ein bisschen schon, aber nur so ein bisschen. Aha. Ne.
Okay, danke, Krebek. Kannst jetzt nach Hause gehen. Ja, nun. Ganz schön krass, was ich auf einmal für einen Schaden mache hier, ne? Okay. Ja, wer hat denn diese Mitternachtskugeln? Jetzt ist aber auch mal gut hier. Oh, da ist einer. Da ist einer. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Stark. Stark. Oh shit. Oh shit. Zu niedrig. Ja, cool. Cool, Krebek. Bin auch fast fertig hier. Tja, wie machen wir das denn jetzt hier? Brauch nur eine strategisch gut gestellte Falle, worin ich ein Meister bin, möchte ich sagen.
Nee, nicht. Warum läufst du denn jetzt? Nee. Ach, hab ich doch. Nee. Was macht er? Das wollte ich gar nicht. Das ist zu weit entfernt. Okay, das sind auf einmal zwei noch. Wo kam denn? Ah, da kam der dritte her. Ich würde sagen, nee, doch, würde ich doch nicht sagen. Oder würde ich? Nein, würde ich nicht. Oh. Oh. Es war irgendwie. Am Anfang war das irgendwie ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, woran das lag. Okay, da bin ich wohl gebannt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Warum kann er mich bannen? Ich bin kein Elementar. Jesus Christus. Das war relativ knapp, würde ich mal sagen. Da ist er. Wenn er gleich nochmal zurückkommt. Maybe. Ja, von der anderen Seite kennen wir das. Ja, genau. Da. Nee. Oh, come on. Nee. I'm out of here.
Macht's gut, ihr Trottel. Haha. Boop. Nice. Das macht sehr viel Schaden, aus irgendeinem Grund. Und ich bin tot. Okay.